Frühling kommt, der E.ON ist da. Und da ist er. 0 Gramm CO2, 100% elektrisch. Mit dem neuen Peugeot E.ON befährt die französische Marke als erster europäischer Automobilhersteller ganz neue Wege. Das erste serienfertige Elektroauto der neuesten Generation zählt zu den innovativsten seiner Klasse. Genauso wie die Werbekampagne. Wir haben uns überlegt, dass der Peugeot E.ON natürlich ein perfektes Fahrzeug ist, um mal eine Werbeform zu wählen und auch auszuwählen, zu versuchen, die unkonventionell ist und nicht mit klassischen Medien spielt. Also kein reiner TV-Spot, keine reine Printkampagne, sondern das Viral-Marketing nutzt und so mit dem Entertaining die Leute versucht reinzuholen und zu interessieren für das Produkt. Wie ist der Name? Bei einem Casting sucht Peugeot das neue E.ON-Gesicht. Angeblich. Und Playback, tanzt den E.ON! Der cholerische Wiener Regisseur Cookie Seiler, alias Schauspieler Christian Tramitz, treibt dabei alle in den Wahnsinn. Ja, jetzt rein! Das ist furchtbar. Schönen guten Morgen, allgemeine Verkehrskontrolle. Den Führerschein hätte Kiana und den Fahrzeugschein. Mein Führerschein ist bei Peugeot hier vorne. Also was ist das? Steigen Sie bitte mal aus dem Fahrzeug aus. Auch als fieser Polizist bringt der ahnungslose E.ON-Testfahrer mächtig ins Schwitzen. Ja, Führerschein bräuchte ich und ein Fahrzeugschein. Ja, dann muss ich ihn eben holen gehen. Fahrzeugschein muss er haben. Der hat den. Wenn Sie das jetzt so, wie ich das verstanden habe, darüber. Ja. Dann fährt das Auto doch irgendwo auf meine Garage. Ja, das wird, nee, das in einem anderen Spot soll das Elektrofahrzeug sogar über ein Wohnhaus fliegen. Und der beschleunigt raus und der hebt ab und wir haben immer noch, hier haben wir eine Riesensicherheit. Ne? Die können das machen. Die überrumpelten Opfer sorgen für jede Menge Lacher. Das ist ja selbstverständlich. Für diese Virals war ein Schauspieler mit enormem Wandlungspotenzial und Dialektfähigkeit gefragt. Dafür kam niemand anderes in Frage als Christian Tramitz. Entschuldigung, jetzt, weil du auch mich wahnsinnig machst, mach's weg jetzt. Wir wollten auch, und das ist uns wichtig bei Peugeot, einen authentischen Künstler haben. Wir wollten jetzt keinen maskenhaften Interpreten einer Idee haben, sondern wir wollten jemanden haben, der sich einfach auch einbringt, wo man am Anfang nicht weiß, was am Ende rauskommt. Und so war eigentlich Christian Tramitz eine absolute Idealbesetzung und man spürt bei ihm, das ist einfach so, wie er eben ist und so kommt er in den Filmen rüber. Deswegen glauben wir, passt er zu Peugeot und passt eben auch zu dem E.ON, was eben auch ein ungewöhnliches Auto ist. Das war das Schöne, dass ich das Team beleidigen durfte, dass ich so ein Ventil hatte, dass die Personen immer ein bisschen Angst vor mir hatten, aber nicht, weil ich sie selber angegangen wäre, sondern weil ich einfach das Team zusammenscheißen konnte. Das hat mir großen Spaß gemacht, das kann man normalerweise bei in Anführungszeichen ordentlichen Dreharbeiten leider nicht so oft machen, ohne dann einfach nicht mehr beschäftigt zu werden. Geh halt mit, Kate. Das ist ein Seuchertrottel. Geh weg da jetzt, Depp. Haben Sie ja Wasser? Sag mal, hat wer Wasser? Du brauchst mich nicht filmen da. Hallo? Hey! Wasser, trinken. Geh, hau ab mit der Scheißkamera. Ist der Wasser? Musik aus, hallo. Ich red mit dir. Aus, mach Musik aus. Hey! Wasser, du bist ein Trottel. Danke. Also die größte Herausforderung für mich war, diese doch sehr, sehr aufwendige und intensive Produktion am Ende so aussehen zu lassen, so ein bisschen schmutzig, so ein bisschen zufällig, dass das Ganze glaubwürdig wird für so eine virale Kampagne. Glaubwürdig war vor allem Christian Tramitz. Die Überraschung für die Opfer entsprechend groß. Ich habe das in der Form noch nie erlebt, muss ich gestehen. Es macht einen Riesenspaß, allein so von der Beobachtung. Es ist ja kein klassischer Filmdreh, da haben wir ja auch schon ein paar gemacht in den letzten Jahren. Aber das ist vollkommen neuartig, ist eine gute Stimmung. Wir haben eine Menge Spaß, der Christian ist sensationell. Das habe ich in der Form auch noch nie so hautnah erlebt. Und ja, also ich hoffe oder ich gehe schwer davon aus, dass das Ergebnis genauso geil wird, wie die Dreharbeiten sind. Gehen wir nicht. Schluss, aus, Ende. Abbruch! Danke!